Einen wunderschönen guten Tag, Herr Couchus, zu einer neuen Folge Operantia. Und wir öffnen die Tür. Und da steht ein grün schimmerndes Etwas. And with it, the ancient elemental. The sanctuary's protectors placed the ancient elemental here to vanquish anyone who dares to trespass. Including trespassers like us. Yes. Oh Gott, was passiert jetzt? Warum steht er auf so einer Feuersäule und was sollen die Zeichen um ihn rum bedeuten? Was hat es hier mit auf sich? Okay, nein, das ist nicht... Also erstmal... Ach du meine Güte, bist du groß! Okay. Boss, verschiebt die Immunitäten. Verschiebt die Immunitäten, okay. Das heißt... Du bist... Nicht... Okay, damit... Dagegen bist du jetzt gerade erstmal immun. Okay, das macht ihm auch quasi keinen Schaden. Erstmal eine Kreatur beschreiben. Erstmal spotten. Ich hätte gedacht, dass es jetzt eisimmun ist. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja, es ist immun. Ich wollte es testen. Ich weiß, es war vielleicht blöd, aber... Ich wollte es testen. Okay. Dann bist du ja jetzt nicht immun. Wobei es auf physischer Schaden. Von daher. So. Ah, warum war grün denn eben... Warum war grün eben immun gegen Feuer? Frage ich mich. So, warte, ich hatte hier noch irgendwas. Genau, da dachte ich meine Gruppe mal mit. Ich mache ihm halt auch einfach fast keinen Schaden. Und ich weiß noch nicht, ob hier irgendwann... Aua. Was hat er jetzt getan? So, gucken wir mal, ob er jetzt... Jetzt kann er brennen. Nice. Okay. Ja, ich weiß nicht, warum grün feuerimmun war. Aber blau ist auf jeden Fall nicht feuerimmun. Er hat grün angefangen, oder? Ich muss gerade... Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Anfang grün war. Achso, wartet mal, ich kann hier... Feuerschaden. Stellt alle Charaktere aus dem Mund. Okay, das haben wir nicht. Öffne ein Portal. Ich habe zwar nur einen Gegner, aber es ist mir egal. Ich glaube, Schaden machen ist, war gerade erstmal das Beste. Ja, ich könnte mal alle heilen, fällt mir gerade mal so auf. Oh, er ist übrigens wieder grün. Wenn er grün ist, nimmt er doch jetzt bestimmt Frost. Ne, dagegen ist er immer noch immun. Ich verstehe es nicht ganz, aber... Ist ja auch nie so wichtig. Immerhin bin ich stolz auf mich, dass ich das beim letzten Mal gehört habe, dass hier hinter was lauert auf mich. Bloß nicht zu viel Schaden machen, ne? Bloß nicht zu viel Schaden machen. Jetzt ist er gelb. Okay, gelb ist auch wieder feuerimmun. Hätte man sich vielleicht denken können, aber egal. Spotten wir wieder. Gelb ist bestimmt nicht frostimmun. Doch, gelb ist auch frost.
Also blau wird wahrscheinlich nur Frostdämon sein. Grün hätte ich jetzt gedacht, Gift. Gelb, dass Gelb vielleicht Feuer noch dazu zählt. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Aber so hundertprozentig muss ich nicht verstehen, was hier für was zuständig ist, glaube ich. Oh, mein Elementar. Ne, mein Elementar lebt, okay. Ich war mir gerade nicht sicher, weil ich konnte Neues beschwören. Ob eventuell das Alte dann irgendwann einfach stirbt. Jetzt ist wieder grün. Grün war auch wieder Feuer eben. Ich habe aber eh noch keinen Feuerschaden, von daher ist es egal. Heilen nochmal alle. Doch, grün war feuerimmun vorhin. Aua. Ich dürfte ihn jetzt bald haben, aber... Oh shit, er hat fast kein Leben mehr. Warum tritt er eigentlich die ganze Zeit auf ihn ein? Und warum finish ich ihn nicht einfach, sondern mache ihm jetzt gerade noch, hol mir noch Energie? Jetzt ist er wieder gelb. Gelb war weiterhin feuerimmun. Nicht verfehlen. Aua. Okay. Taking life does not heal my soul. Erstmal ordentlich Level-Ups gehabt. Das heißt, die sind jetzt erstmal wieder vollgeheilt. Was habe ich hier eigentlich? Ein Kettenkolben, eine Einhandwaffe, glaube ich. Ja, eine Einhandwaffe. Aber die Trefferchance ist, glaube ich, sehr gering. Victory! Fantastic teamwork, everyone! Well, it felt defensive, not aggressive. What was it protecting? Examine these walls closely. Remember the surprise I teased earlier? You just might find it. Ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt passieren wird. So. Okay, zwei Einhandwaffen schlägt er hier jetzt vor, dann machen wir das einfach mal. Ja, du schlägst weiterhin das vor, war mir klar. Aber ich probiere es halt einfach mal zwischendurch. Ja, hier ist er sich nicht sicher. Dabei bleiben wir einfach mal. So, das hatten wir geskillt. Blutung ist jetzt nicht ganz so wichtig. Gegenangriff. Bringt mir nicht so viel, weil häufig soll Messi ja spotten. Bringe deine Feinde dazu, 37 physischen Schaden und Waffenschaden zu verursachen. Moment, das klingt so, als würde ich meinen Gegner dazu auffordern, mir Schaden zu machen. Das klingt irgendwie blöd. Verursacht physischen Waffenschaden an deinem Feind, wenn du durchziehst mit einer 100% von einem weiteren Angriff, bis du jemanden triffst. Okay. Spot wollen wir eigentlich gar nicht, also den Tree hier hinten brauchen wir nicht. Dann gehen wir einfach mal, ich will mal den Wirbelsturm, möchte ich gerne mal. Möchte ich eigentlich einfach mal wissen, was das wohl ist. Gegenangriffschancen, ja gut, ja, brauche ich halt beides. Und ich gehe mal stumpf auf Stärke. Mehr Leben. Und Fähigkeit wollte ich... Was hatte ich denn jetzt gesagt, was ich für eine Fähigkeit wollte? Oder unten ist auf jeden Fall ein Blitzschuss. Den Kopfschuss hatte ich ja jetzt gerade erst. Ja komm, dann gehen wir doch einfach mal auf den Blitzschuss. Kritischer Schaden erhöhen oder lieber die Crit-Chance? Ja, jetzt sowieso schon relativ viel Crit-Chance. Dann nehmen wir mal das dazu. Messi, bei ihm bin ich hier durch. Das andere ist jetzt, glaube ich, hauptsächlich Schaden. Ich würde sagen, ich tanke einfach mal noch ein bisschen auf. 50 Vitalität mit ihm jetzt, das liest sich doch auch nicht schlecht.
Ja. So, ich sollte mir die Wände angucken. Warum sollte ich mir die Wände angucken? Da war gerade was am Funkeln. Deswegen war ich gerade nicht sicher, ob ich da irgendwas anklicken konnte. Guck mal, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Das ist schon mal ganz praktisch. Okay, da haben wir ein Geheimnis gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das Geheimnis aber nicht einfach das war, wie es weitergeht. These tiles, they move. The images obviously correlate to something else. Ich habe keine Ahnung mit was. Mit was? Hm. Seht ihr was? Ich weiß, das hilft mir jetzt nichts, wenn ihr was seht, aber... Totenkopf. Portal. Moment, wir gehen mal in den Raum hier rein. Is this what I think it is, Campo? If you think it's an access point for the World Tree, then yes, it is exactly what you think it is. I didn't realize we'd find one within the confines of this castle. We're not out of the woods yet. Well, I suppose into the woods is better phrasing. We must earn that access. Another puzzle, no doubt. Correct. The tiles in the room where we battled the ancient elemental. Gut, dass ich nochmal umgedreht bin. Beziehungsweise hier reingeguckt habe. Okay, also. Wir haben da... This man is either rising to the heavens or being burned at the stake for heresy. Could this fire perhaps symbolize Hodur, the firesmith king? Let us hope you can ask him yourself. Erstmal will ich den Raum erkunden. Ich weiß, das zählt eigentlich für nichts, also, aber man kann es am Ende, kann man es ablesen, wie viel man von der Welt erkundet hat. Und deswegen möchte ich gerne sowas hier mitnehmen. Shit. Okay, jetzt habe ich den Raum, okay. Well, if this isn't the most damn beautiful piece of art I've ever laid eyes on. Es ist eine Schatztruhe. Image of the very gateway we seek to create. Okay. In welcher Reihenfolge aber wohl? Und wo gucken sie hin? Gucken sie jeweils in die Mitte? Dann wäre hinten rechts Mensch, hinten links Feuer, hier vorne das Portal und da vorne der Schatz. Ja, ich weiß nicht, wo sie hingucken müssen. Da der Schatz, richtig? Das habe ich gesagt gehabt. Da ist das Portal, das ist auch richtig. Hier wäre das Feuer. Und hier wäre der Mensch. Okay. Keller, you look like the type to be great at moving columns into slots on the floor. Would you care to do the honors? I was already on my way to do so. Gut, dass ich nicht woanders jetzt nachgeguckt hatte, ob ich da was finde. Sondern, dass ich doch erst nochmal in den Raum gegangen bin. Ich dachte mir, ja, hier, das klingt wie so ein Rätsel. Lassen wir das mal lieber. Warum? Weil da Feuer ist?
That's it. You're doing it. Warte mal, ich musste nur das bewegen. Nee. Ich muss auch noch mehr bewegen. My, my. A new chest has materialized in that corner. Was? Oh! Danke für den Hinweis. Success! Who am I to deny another of taking a first step into such an inviting portal of possible doom? Ladies first, or magicians, or mezes. Once again, I'm already on my way, coward. I think she likes me. No way. And if you don't come with us, you're rat food by yourself in this place. Right behind you then. So, aber den stellen wir jetzt auch noch eben um. Ne? Noch eine Truhe oder so irgendwo? Nein? Hätte ja sein können. Hallo? Warum komme ich hier jetzt nicht durch? Moment. Muss ich das wieder zurückstellen? Ah ja, das muss ich tatsächlich wieder zurückstellen. Ich hatte gar nicht drauf geachtet, dass das Portal da wirklich erschienen war. So, der Weltenbaum steht so hoch, dass er durch alle drei Welten aussteigt. Unten die Unterwelt, ein Albtraumgebiet von Teufeln, Dämonen und Drachen. Darüber die mittlere Welt von Operantia, die Heimat sterblicher Wesen. Und schließlich die obere Welt, die den meisten Menschen als das Land der Götter bekannt ist. Da willst du hin. Just because Ataltosh can reach the upper world does not necessarily mean he has ever done so. Climbing the world tree was new to Kompo. Under normal circumstances, an unchallenged path lies before the selected few with access to the heavens. Alas, these times are far from normal. I welcome you all to the Sky High Tree. I thought it was called the World Tree. Sky High Tree, World Tree, Tree of Life. It goes by many names. I'll just call it Tall and Sideways Rainy. That is not inaccurate. Ja, wie auch immer ihr den Baum nennen wollt, wir sind beim Baum angekommen. Und wir haben hier ein Feuer. Vollgeheilt sind wir allerdings sowieso. New items are available. Alles klar. Das heißt, ausruhen müssen wir uns nicht. Wie es hier weitergeht, bin ich dann sehr gespannt, ob wir jetzt in den Himmel gehen oder ob wir gleich Pech haben und irgendwie von hier dann in die Hölle gesogen werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.